Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Diese Süßkartoffel sieht aus wie so eine Taube. Eine Robbe? Eine Robbe oder eine Robbe, ja. Morgen, ich grüße euch. Mache ich sofort zu. Ja, ich gucke noch eben hier. Jacke, Schal. Ja, ihr habt ihr gestern mitbekommen. Ich war ja beim Frauenarzt. Ne, es war furchtbar, da gehe ich nicht mehr hin. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was für die Meerschweinchen einkaufen zu futtern. Und dann gehe ich auch direkt zu der neuen Praxis, die mir empfohlen wurde. Da möchte ich gerne persönlich vorbeigehen und mir einen Termin machen. Genau, bringe erstmal die Melina weg. Heute ist der letzte Kita-Tag. Dann sind ja Ferien, auch für Melina. Die Luisa nehme ich mit, genau, die möchte sehr gerne mitkommen. Und wir fahren gleich dann mit dem Auto. Da bringe ich sie auch mit dem Auto. Carlitos ist mit dem... Ja, die Jungs, die bleiben zu Hause. So. Und ich packe jetzt noch eben meine Tasche zusammen, denn ich habe hier noch meine Karte. Die kommt noch in die Tasche, dann ziehe ich mich an. Ich habe aber nur einen gemütlichen Pullover an, eine kuschelige Leggings. Ich habe Stiefel an, darauf meine Jacke. Schal nehme ich auch mit. Und die Reihenfolge weiß ich noch gar nicht. Vielleicht hole ich auch noch frische Brötchen. Mal gucken. Genau. Wir haben jetzt 8:30. Schatz, wir haben Punkt 8:30, wir müssen los. Hallo, Mama, guck mal. Wow, das hat die Melina gemacht. Ja. Ja, zeig mal, dreh ich mal um. Oh, sie hat ein Teletubby vorne. Das sieht ja witzig aus. Was ist, Kinder? Komm mal, guck. Was denn? Was? Guck. Oh, was macht der denn da? Oh, der sieht aber nicht toll aus. Oh, oh, bitte, das ist der auch. Oh mein Gott. Oh. Ja, es war gestern so stürmisch. Oh. Oh, komm. Das ist richtig schwer, pitschenass. So, ihr Lieben, Melina hat dich weggebracht. Jetzt ist noch die Lu und ich hier. Ja, mein Schatz, wir steigen jetzt aus. Und jetzt geht's erstmal in die Praxis und dann gehen wir ein bisschen einkaufen. So, jetzt sind wir unterwegs. Jetzt wollen wir nach Futter für Tierchen kaufen. Termin habe ich bei der Frauenärztin gemacht. Die waren alle super nett. Und ich freue mich. Ja, allerdings erst im März. Das macht aber nichts. So, sieht so nah die Kamera. Wir sind zu Hause. Mama, ja. Da. Mhm. Komm. Termin habe ich bekommen, genau für März. Ja, aber egal, Sache, ne? Musst du direkt da aufschreiben. Habe ich schon alles, genau, muss ich dann da mal anbinden. Brötchen habe ich mitgebracht und Butterkuchen. Nee. Und ich habe ein paar Kohlrabi-Blätter bekommen. Die lege ich mal jetzt in die Küche. Dann frühstücken wir erstmal. Gianno, kommst du frühstücken? Ja? Was stehst du denn da vor der Waschmaschine und guckst, wie die wäscht? Hast du ihre Decke? Sehr gut. Ja, auch die Brille habe ich mit reingenommen. Passiert mir ja sehr oft. So. Dann wollen wir jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. So. Carlitos bringt den Tierchen jetzt Futter, Salat und Kohlrabi-Blätter, die wir eben geholt haben. Genau, dann haben wir hier noch Wäsche. Ja, mein Schatz, dann habe ich hier noch Wäsche. Das ist alles von den Schweinchen. Ne, das muss ich noch abhängen. Hatten wir gestern Abend reingeholt und ja, heute kann man das dann abhängen. Ne? Genau, ich habe den Dario auf dem Schoß, der will immer alles anfassen. Ja, alles auf 60 gewaschen, ne? Wie immer für die Tiere. Klappe ich das aber hier erstmal ein, damit wir Platz haben. So, wir haben uns gerade fertig gemacht, gehen zum Einkauf. Die Flaschen sind da drin, ich habe sie so gesucht. Darius im Maxi-Kursi. Luisa, schaukelst du ihn an? So, nichts vergessen? Ah.
Da liegt das. Ich glaube, die Mütze nehme ich nicht mit. Schluck Wasser trinke ich noch. Was denn? Hau mich nicht um. Luisa, trinkst du auch noch? Jan, was mit dir? Musst du Pipi? Ja. Ja, dann los. So, wo sind denn die Flaschen? Die sind da in der Tasche und die sind vorne im Eingang. Ich meine hier von den Kindern, wenn ich das reinmache, das ist so leer. Du hast ja auch noch mit, ne? Ja. Ja, bei uns gibt es Rips. Ja, ich denke, wir machen Rips gleich. Ja, die Melina ist das zwar auch, aber nicht so gern und deswegen passt das ja ganz gut. Ja. Ne? Genau. Und sonst machen wir ja so unser Weihnachtseinkauf, ne? Mhm. Und ich überlege jetzt wegen den Plätzchen, haben wir alles, was wir brauchen dafür? Guckst mal auf die Liste? Ja. Okay. Haben wir doch auch. Was denn? Ja, das muss da bleiben, Schatzi. Okay. Okay, gut. Ne? Dann los geht's. So ein paar Sachen haben wir schon drinnen. Kartoffeln, die hier oder welche, können mitnehmen. Ich wollte auch hier noch Paprika mitnehmen. Meinst du eins oder zwei Packungen? Meinst du? Ja, okay. Ja, aber wir essen ja schon viel. Dann nehme ich zwei. Kannst du eine mitnehmen? Ja, warum nicht? Ja, okay. Oh, das ist schön schwer. Du und deine Kokosnuss, jedes Mal nehmen sie doch mit. Ja. Schaut mal, diese Süßkartoffel. Sieht aus wie so eine Taube. Eine Robbe? Eine Robbe, ja. Schon witzig, ne? Cool. Haben wir gerade gefunden. Ja, meinst du, das passt? Aber es sieht aus. Was kosten die? 3,50 €. Ja, ist günstig. Vier Stück, ja. Ja, Schatz. Oder eine? Oh, vielleicht erstmal ein. Beim Action gibt es die ja noch. Fisch möchte Kaffeetus gerne mitnehmen. Was meinst du? Ist mir egal, was du magst. Du kannst auch beides mitnehmen. Aber die kostet 6,50 €. Ne? Okay, wie du magst. Sagst du? Mir ist egal. Ich kann auch beides nehmen. Ja. Ist das Seychelles oder der andere Sippen? Krass. Gucken wir. Hier, die testen wir mal. Die sind auf 30%. Wir haben echt einiges eingekauft. Nein. Die habe ich so mitnehmen dürfen. Also Kohlrabi-Blätter. Nein, das nicht. Die Kohlrabi-Blätter. Ja, hier heute Morgen schon. Ja. Da gab es heute wieder viel. Jetzt am Nachmittag. Wir waren ja noch beim anderen Laden. Genau, wir waren bei Aldi und dann beim Rewe. Die sind wieder von Rewe, wie heute Morgen. Wir hatten ja vieles nicht. Das hatten wir zum Beispiel nicht. Genau, ja, ja. Deswegen ja auch. Und Tzatziki, ne? Ja, von der Ja-Marke. Und ich finde ich ganz gut, muss ich sagen. Ja, das ist ja auch okay. So, dann rein mit den ganzen Sachen. Das ist auch Aufhälter. Ja, stimmt. Dario hat gerade gegessen und jetzt essen wir. Ich habe auch schon richtig Hunger. Und gleich gehe ich dann mit der Luisa zum Singen. Letzte Woche ist ja der Carlitos gegangen. Fleisch? Okay. Zum Singen gegangen und dann gehe ich heute, also Luisa geht heute mit Mama. Ne? Wir beide gehen zum Singen. Freust du dich? Ja, ist heute ein bisschen früher. Denn die Kita, die schließt heute ein bisschen früher. Und ich esse jetzt. So, wir gehen zum Weihnachtssingen. Tschüss, nehmen wir mit. Dann los, Schatz. Bis gleich. Also, wir sind tatsächlich die Erste. Luisa hat sich schon ausgezogen. Und rennt hier rum. Ja, wir warten jetzt auf den Rest. Schaut mal, wie hübsch. Oh, und da drunter, da sind Kekse. Hat die Melina schon entdeckt. Sollt euch dran erlauben, kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. So, ist zu Hause. Carlitos hat Melone geschnitten. Oh, die ist aber schon sehr grün. Hm, wie ist die Melina? Schmeckt? Ja, okay. Ja doch, die kommt gut aus. Ja. Ja, du möchtest bestimmt auch. Das ist
Das heißt nicht das Beste. Ja, aber bei genug. Ja, ich habe jetzt das genommen. Leg das dahin. Luisa malt. Mal wieder. Gianno, der baut sich hier ein Auto zusammen. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ist auf jeden Fall viel größer, als ich eigentlich dachte. Macht Spaß, Gianno. Ist es denn schwer? Wollte ich noch gefragt haben, weil da stand nämlich kein Alter bei. Ab wie viele Jahre? Ist nicht schwer, ist gut. Einfach, oder was? Oder geht? Ja. Ach so, und deswegen hast du einfach alles ausgepackt und da reingelegt oder was gemischt? Okay, geht ja auch. Ja, mein Schatz. Malst du den Olaf und du, Schatz, hast du da geschnibbelt? Aber guck mal, den Kleber, ne? Den musst du zumachen, weil was passiert, wenn nicht? Dann trocknet der aus. Ja, bin ich gut, Luisa. Ich habe gerade den Dario auf dem Schoß. Ja. Ja. Was denn? Kohlrabi-Blätter? Doch, ich glaube schon, aber ich hau da immer so viel drauf. Ich glaube, ich muss weniger machen, ne? Ja. Kannst du wegmachen. So viel ist es ja gar nicht. Carlos hat mit den Kindern das Geschenk zusammen eingepackt für mich. Und wir haben auch ein Geschenk für Papa. Den müssen wir aber gleich noch einpacken. Was ganz, ganz Kleines, Selbstgemachtes. Eigentlich so eine kleine Botschaft, aber total süß mit so einer Wäscheklammer. Ja. So. Ja, wir sind gerade am Aufräumen. Denn wir essen jetzt gleich. Und ich möchte heute einfach nur Brot essen. Brot mit Lachs. Deswegen, für mich gibt es nichts Warmes. Du möchtest Baguette im Backofen, oder was? Also machst du das andere Baguette, was im Backofen kommt? Auch, ja. Auch, weil das ist ja ein großes, was wir da machen. Einen machen wir vielleicht, oder? Einen? Ja, plus das. Einen und das, ja. Genau. Okay, du möchtest. Wir haben einmal den und dann haben wir noch zwei für den Backofen. Ja. Ja, uns alle, oder? Also ich esse so. Ich weiß nicht. Sonst können wir gucken, genau. So, dann räumen wir mal weiter auf. Boah, das darf ich zeigen. Boah. Cool. Da ist der Jan ja schon recht weit gekommen, ne? Echt cool. So, hilft ihr denn mit? Hier fehlt wieder der Deckel, Mädels. Wundern. Mama? Ja, ihr müsst mehr auf den Deckel aufpassen, weil sonst ist der dann trocken und dann sagt Mama, Klebstift klebt nicht mehr. Ja, kein Wunder. Oder, Schatz? Aber der klebt gar nicht, da muss man so ganz fest. Klebt der gar nicht mehr? Nur ein bisschen. Oh, der klebt zwar noch, aber, was sind hier vor der Kamera? Aber nicht mehr allzu doll, ne? Weil der eben schon oft offen stand. Ja, wie cool ist das denn? Ich hatte bei meinem Roadster-Auto auch den Kofferraum vorne gehabt. Tatsächlich. Cool. Zeig mal, kann man den auch öffnen? Jo, kann man das auch öffnen? Nur so. Okay. Aber oder komplett? Ah, okay. Nur, dass der vorne kann man so hoch. Ist es denn das? Ist es vorne? Das ist wahrscheinlich hinten, Schatz. Warum sind die da nicht da? Ich weiß es nicht. So, hier liegt so viel unten. Flasche. Kommt ihr mal bitte alle trinken. Das kommt in die Wäsche. Hier liegt noch ein Stück. So. Dann das einmal in die Küche unterm Arm klemmen und zweimal Stifte bloß nicht fahren lassen. Ach, da kann ja auch noch hier das Kleber rein. Da machen wir jetzt noch Essen, ne? Wie viel haben wir jetzt? Ja, kurz vor 6, vor 18 Uhr. Ich hatte heute mal Lust auf Brot. Ich sagte zum Carlos, heute
mag ich nicht kochen. Ich würde mal gerne wieder Lachs essen. Also Wildlachs habe ich gekauft. Und ich esse das so, so gerne. Und die Kinder, die essen doch eigentlich auch sehr gerne Brot, ne? Können wir doch mal machen. Wenn die Kinder aber sagen, sie wollen noch eine Hühnersuppe oder so essen, dann kann ich ihnen auch noch schnell eine Hühnersuppe machen. Soll ich den Kindern denn noch was machen, so eine Hühnersuppe? Ja. Erstmal essen wir Brot und dann können wir noch entscheiden. Ne, aber wenn sie heute auch ein bisschen später ins Bett gehen, ist es ja auch nicht schlimm. Ne, wir haben Freitag, wie doch. Carlitos will seine Ruhe. Nein. Ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja Freitag und Wochenende und Ferien bei uns. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, wenn die Kinder ein bisschen länger wach sind. Alles gut, Mädels? Brauchst aber die Luisa nicht so anschreien, die, ne? Die hört gut. Die sieht zwar schlecht, aber die hört gut. Ne, Melina? Mama, möchtest du Popcorn? Popcorn macht ihr da? Sicher, ich gehe heute Abend ins Kino. Bitte einmal Popcorn. Ich habe hier den Haargummi gesucht, deswegen habe ich jetzt einen anderen, ne? Ja, ich habe einen anderen. Hey! Lecker. Mein Junge ist lecker. So. So, wir essen jetzt. Ein bisschen was snacken. Mama, lass ihn da ein bisschen spielen, der hat schon gesnackt. Wer hat denn hier alles nass gemacht? Der darf nicht draufsitzen. Lina hat eben die Flasche da drauf gekippt. Ja. Mama! Guten Appetit. Liegt da gerade. Der Dario schaut total gerne Tannenbaum. Das kannst du nämlich einstellen, jetzt ist er so. Aber du kannst auch einstellen, dass es nicht die ganze Zeit so flattert. Und dann guckt er da immer mit ganz großen Augen. So, Schatzi, du ziehst bitte Hausschuhe an, Melina. Und du? Was ist mit Luisa? Also soll ich die Milch geben? Ja, komm, dann beende ich das Video. Ja, Schatz. Ja. Was? Gott, die Socke, die hat sich hier überdreht, ne? Ich wollte sehen, dass das die Socke überdreht sich immer, dass die... Das ist ja so eine Stoppersocke. Und die Noppen da drunter, die sind dann mal oben. In der Kita hatten wir das auch vorhin beim Singen. So, dann beende ich jetzt hier das Video. Ja? Was ist das denn? Das ist ein neues Buch? Von Janus Bibliothek. Ah, okay. Immer wenn du dich hinsetzen musst, das erstmal einen Meter fliegen, die Couch. Immer so mit voller... Die kleine Rauch und das... So, da rückt sich jetzt von mir Milch. Ich wollte dann jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch hier einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen um 10 Uhr. Tschüss, bis morgen. Ja?